Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video zu Uncharted 4. Herzlich willkommen ihr Lieben. Euer Transek am Mike hier hat sich das schön gemütlich gemacht hier im Grünen. So, heute geht's weiter hier. Parakaliber 45. Ja, ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier denn überhaupt und wo das weitergeht. Und wir müssen natürlich immer noch Sam finden. Erstmal vorab nochmal ganz herzlichen Dank für eure super Unterstützung. Vielen Dank an alle, die das Projekt so super unterstützen hier. Ganz lieben Dank vorab dafür. So, weiter geht's. Oh, da haben wir noch was. Da ist noch eine Wumme. Wow, was ist hier alles voll. Tauschen wir die. Oh ja, die ist ja auch cool. Mit Fernvisier. Und wir haben da noch komm. Gib mir die Wumme wieder. Ich dachte, die Granate. Das ist die gleiche, okay. Ach, ich kann mich immer nicht entscheiden. So viele schöne Waffen hier. Okay, dann machen wir mal weiter. Wo müssen wir denn hier überhaupt weiter? Gib mir mal ein... Boah, ist das weit... Geht das weit ab hier? Ich würde sagen, da irgendwo. Also langsam muss ich sagen, habe ich jetzt aber auch genug Gebirge gesehen. Ich will auch mal wieder irgendwie so ein Stadtlevel wäre irgendwie ganz schön. Mann, das sieht zwar alles ganz nett aus, aber dieses olle ewige Gekletter hier. Eine M14 Custom. Welche ist besser? Ich weiß das auch nicht. Ach, das ist eine komplette. Nee. Gib mir die andere. Da kann ich auch normal mitschießen. Muss ich darüber? Nee. Ich komme ja von hier. Ach, da kann ich rüber. Da ist doch ein... Da springe ich jetzt rüber. Moment. Olli. Hoppala. Jawohl. So, nun geh weiter. Hallo. Du bist da schon... Du geh da hoch da. Na, ja, was machst du denn? Ach, nee, oh nee. Beine abgestürzt hier. Nochmal. So, jetzt geht er... Was machst du denn immer mit dem Stein? Den Stein hat er, glaube ich, lieb hier. So, jetzt müssen wir hier rüber, würde ich sagen. Genau. Da ist noch eine Waffe. Barock, Kaliber 44. Oh, oh. Darunter. Könnte klappen. War das da so schön? Ja. Ich würde sagen, wir müssen hier runter. Oder? Kann ja gar nicht anders gehen. Obwohl, da können wir uns wieder festmeißeln. Okay. Oh mein Gott, wo geht das hier denn jetzt weiter? Nee, das solltest du nicht. Das solltest du nicht machen. So, jetzt haben wir einen Überblick. Oh ja, da haben wir... Sehr schön. Okay. Wo lang? Wo ist Sam? Ja, das frage ich mich auch immer. Wo lang? Halt! Oh.
hier hoch. Oh, hier haben wir wieder was. Was ist das? Lesen. Vermehrter Finder dieser Nachricht. Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet. Dann schreibt er das auf. Und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Mal gucken, wie viel ist das? Oh, nee. Das lese ich jetzt nicht alles vor. So, könnt ihr mal eben kurz lesen, sonst eben stoppen. Das ist immer so. Wow, ich will hier nur nicht keine Vorlesestunde machen. So, nun schließ es und geh hier. Hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Ja, ich würde den Schatz endlich gerne. Da ist doch was. Ist da was? Da. Ah. Sie haben einen Schatz gefunden. Options. Sammeln Sie Schätze. Ja, es lohnt sich immer in die Ecken zu schauen. Könnte sein, dass wir hier hoch müssen, oder? Nee. Da unter durch. Auch nicht. Hm? Da geht's gar nicht weiter, oder wie? Nee. Da geht's nicht weiter. Das sieht hier alles so gleich aus. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht wieder zurück. Ja. Doch, ich bin wieder zurückgelaufen. Da ging es aber nicht weiter. Ich gehe mal hier oben lang. Ja, gib mir mal einen Hinweis. Das ist eine gute Idee. Klettern Sie auf die Mauer. Ach, da, okay. Wenn ich das Spiel nicht hätte. Boah, krass. Scheiße. Das sagt man. Oh, mit dir. Da ist er. Oh, endlich. Mein Gott, wir haben Sam endlich wieder gefunden. Sam, du bist okay. Ja, mich holt so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre Ach, meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße.
Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Wow. Ist das schön hier. Wow. Oh, verdammt. Das könnte was sein. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer positiv denken. Genau, immer positiv denken. Oh, was haben wir hier? Da kann man nicht rein. Da würde doch eigentlich reinpassen. Sam, hier oben. Ich komme. So, schauen wir mal rein da in die Butze. Was haben wir hier denn Schönes? Keiner zu Hause. Nee, keiner zu Hause, das stimmt. Hier sah es auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Zugvorrichtung. Da ist wieder was. Und dadurch. Sepp, hier lang. Hoffentlich, das Ding stürzt nicht gleich ein hier. Geht nicht. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Hier lang. Tatsache. Staubig. Was haben wir hier Schönes? Ich will noch einen Schatz finden. La Ratta. Ah, hier ist aber nichts. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Oh ja. Hey, da geht's nach draußen. Ach, das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Irgendwo war hier doch eben irgendwie so eine Kiste oder sowas. Suchen wir was zum Draufstellen. Hier war doch irgendwo eine Kiste eben. Nee, komisch. Bin der Meinung gewesen, hier war es eine Kiste. Da müssen wir auf jeden Fall hoch. Kann man hier denn nicht hochklettern? Und sonst klettert er durch ganze Gebirge und er kann nicht so ein kleines Stück da hochklettern. Nee. Der kann ja nirgendwo hoch. Da ist eine Kiste. Das heißt, wir müssen da irgendwie hoch. Von dieser Seite. Ach du Shit. Ach, hier kommen wir durch. Eine Kiste. Kiste, ich weiß was. Genau, die Kiste runter. Los geht's. Aufgepasst! Ali Hepp. Wir sind wieder im Geschäft. Ah, da hätte er doch eben runterspringen können. Nathan, hast du ja, was? Ich komm ja schon. Vielleicht? Das musst du dir ansehen. So. Wow. Wow.
Die Hauptsache ist, wir haben endlich unseren Bruder wieder gefunden, unseren Bro, Sam. Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Das ist... Mit mir im Paradies. Jawohl, meine Lieben. Und genau hier machen wir jetzt einen Cut und das nächste Mal geht es spannend weiter. Scheiße nochmal, Nathan! Genau, ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Würde mich sehr freuen und unterstützt das Projekt weiterhin. Ganz lieben Dank. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund und ciao.